Heute präsentieren wir dir den leckeren Schoko-Birne-Protein-Shake. Was du dafür brauchst, ist natürlich ein Standmixer, 200 Milliliter Milch, wir haben hier 0,1% Fett benutzt, Birnensaft, eine halbe Birne und ein Schoko-Protein-Pulver, wir haben hier ein Mehrkomponenten-Protein benutzt. Ja, im Prinzip ist es ganz einfach. Wir nehmen den Birnensaft, schütten ihn in unseren Standmixer. Dazu die 200 Milliliter Milch. So. Dann geben wir die halbe Birne dazu. Die sollte etwas weich sein. Können wir natürlich nicht als Ganzes reinschmeißen. Deshalb zerteilen wir die nochmal in etwas kleinere Stücke. Und tun dann diese kleinen Stücke in unseren Standmixer. Habe jetzt nicht besonders kleine Stücke gemacht. Wir müssen das sowieso eine Minute circa laufen lassen und dann ist das alles zerkleinert. Verschließen unseren Standmixer und wie gesagt, jetzt circa eine Minute laufen lassen. Ihr müsst natürlich jetzt keine Minute warten im Video, sonst wäre das langweilig. Ich habe es jetzt eine Minute laufen lassen. Können wir den Standmixer wieder aufmachen. Müssen jetzt das Proteinpulver dazugeben. Wie gesagt, ein Mehrkomponentenprotein habe ich hier benutzt mit 80% Proteinanteil. Wichtig ist, dass es Schokoladengeschmack ist. Also wir haben auch schon andere Geschmäcker probiert. Ist natürlich eine Geschmackssache, aber mit dem Birnensaft und der Birne schmeckt es am besten unserer Meinung nach mit dem Schokopulver. So, jetzt haben wir das reingemacht, ca. 30 Gramm. Verschließen jetzt wieder den Standmixer und lassen das Ganze nochmal eine Minute laufen. Ihr müsst natürlich wieder keine Minute warten, sonst wird das zu langweilig. Wir haben es jetzt eine Minute laufen lassen. Jetzt ist unser Shake im Prinzip schon fertig. Standmixer aufmachen, Shake in ein großes Gefäß machen. Glas reicht hier nicht aus, also ihr habt ein sehr großes, deshalb habe ich hier einen Shaker benutzt. Weil es von der Menge dann doch ziemlich viel ist, reicht so ein 700 ml Shaker gerade so aus, wie ihr seht, um diesen Shake aufzunehmen. Hoppla, da war noch ein kleines Stück drin, ihr seht. Besser wäre es gewesen, ich hätte es ein bisschen kleiner gemacht. So, dann lasst euch mal euren Shake schmecken. Bis zum nächsten Mal.